der Mauer wegbleiben! März 1945. Eine Militärstrafanstalt irgendwo zwischen Passau und Regensburg. Die Anstalt ist überfüllt. Politische Häftlinge neben Kriminellen. Ein unbedachtes Wort nur, eine Denunziation, wurde den einen zum Verhängnis. Die anderen sind Diebe, Plünderer, Totschläger. Manche haben Zuchthausstrafen bis zu 5 Jahren, andere lebenslänglich. Alle sind degradiert. Wer unwürdig? Aber dieses Wort hat keine Gültigkeit mehr. Auch Gefängnisse und Zuchthäuser werden jetzt ausgekämpft. Wer noch ein Gewehr tragen kann, muss raus an die zusammenbrechende Front. Was losgeht. Sag ihm, dass die Russen schon an der Oder sind. Und die Amis an der Eifel. Fertig machen zur Vorführung. Und mein Herr, ein bisschen Bewegung. Ein bisschen hopp, 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 hopp. Und raus mit dem Fallen! Stimmt. Die schließen schon auf. Vielleicht bin ich dabei. Dabei sein. Mensch, weißt du, was das heißt? Krieg ist kein Geländespiel. Zubel! Jansen! Jetzt schicken die Hunde uns tatsächlich noch raus. Wenn wir hier bleiben, ins Politische stellen die zum Schluss noch an die Wand. Sofort Meldung. Übernehmen Sie das Kommando zum Klamottenfassen. Ohne Tritt. Marsch. Aufschließen da hinten. Sie sind's, Steinlein. Morgen, Leutnant. Morgen. Ich habe Sie gar nicht gleich erkannt, wird immer schlimmer mit den Augen. Gibt's was Neues? Transporter, Leutnant. Transport ist gut, schafft wieder Luft. Ein Blindschleicher ist da. Wer? Leutnant Black. Wir nennen ihn so. Unter uns. Die Blindschleiche. Ausgezeichnet, trifft genau. Ob man dem Black vielleicht den Transport anhängt? Das wäre eine Idee. Der war doch noch nie dran? War überhaupt noch nicht draußen. Na, sehen Sie sich das an. Dieser schlappe Sack. Er versaut mir die ganze Disziplin mit seinen Zivilistenmanieren. Black kriegt den Transport. Soll ich es ihm sagen? Nee. Das Ding verpasse ich ihm selber. Und verübte Selbstmord? In der Zelle durch Erhängen. Punkt. Verübte Selbstmord in der Zelle durch Erhängen. Die Anschrift der Ehefrau finden Sie in den Strafakten. Guten Morgen, Frau Westphal. Morgen, Herr Black. Ah, Thorstech.
Ich habe mich gesund schreiben lassen. Was, du willst raus? Ich sehne mich nicht gerade nach dem Heldentod, aber der Muff in diesem Loch steht mir bis hier. Ah, Black, kommen Sie doch gleich mal rein zum Major. Ich? Ja. Was will denn der Alte von mir? Das wird Ihnen der Major schon selber erzählen. Kommen Sie. Leutnant Black. Da sind Sie ja. Also, mein Lieber, Sie sind der Einzige vom Stammpersonal, der das machen kann. Darf ich vielleicht erfahren, Herr Major, um was es sich handelt? Es handelt sich um den Transport 40 Strafgefangene zu einem Bewährungsbataillon. Befehl vom OKH. Ich soll den Transport? Das Bataillon 500 liegt zurzeit in der Eifel in der Nähe von Bitburg. Sie fahren also über Regensburg, Ulm, Karlsruhe und dann hier etwa so rauf nach Norden. Herr Major, das ist ein Fronteinsatz. Ich bin AV nach U27. Nur in der Heimat zu verwenden. So ist denn das Fronteinsatz? Sie sind ein paar Tage unterwegs, liefern die Burschen ab und kommen dann sofort wieder zurück. Der letzte Transport hatte 80% Ausfälle durch Tiefflieger. Außerdem möchte ich den Herrn Major darauf hinweisen, dass ich kaum etwas sehe. Ich bin halb blind. Das Kriegsgericht wird mich für jeden Flüchtigen verantwortlich machen. Black, Sie bekommen eine Verlustquote von 10%. Wenn Sie mit 35 oder, sagen wir, mit 32 Mann ans Ziel kommen, haben Sie Ihren Auftrag erfüllt. Außerdem kriegen Sie einen Feldwebel und zwei Unteroffiziere mit. Also, alles klar? Und wenn ich mich weigere? Machen wir es kurz. Das ist ein Befehl. Verstanden? Jawohl, Herr Major. Abstand halten! Na also. Abmarsch morgen früh, 6.30 Uhr. Die Waggons stehen schon auf dem Bahnhof. Haben Sie noch Wünsche, die das Begleitpersonal betreffen? Ich möchte Sie bitten, mir Feldwebel Steinlein mitzugeben. Ungern. Einer unserer besten Leute, aber bitte. Also kümmern Sie sich gleich um die Männer. Was ist denn? Verladen haben nämlich da drin. Haben mir den Transport angehängt. Was, Ihnen? Das ist doch mein Todesurteil. Aber Herr Black. Na, was denn sonst? Eine Woche Fahrt. Wird 40 gefangen. Ich komme doch nie an. Und Sie konnten nicht ablehnen? Befehl. Wenn ich mich weigere, dann hängen mir die Brüder an Verfahren an. Das tut mir leid. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe auch noch gar keinen Marschbefehl für Sie. Das glaube ich Ihnen gerne, aber das geht ja sehr rasch hier. Routine, ruckzuck. Ja, leider. Kann ich irgendetwas für Sie tun, Herr Black? Sie müssen doch noch packen. Das ist nicht viel. Und wann sollen Sie losfahren? Morgen früh um 6.30 Uhr. In Linie, André, mach weiß! Noch mal zu tragen. So kommen wir wenigstens hier raus. Nur als Kanonenfutter. Aber nicht mit mir. Kommt nur darauf an, wer den Transport führt. Hm. Abteilung! Stillstand! Der soll uns führen? Das ist eine Möglichkeit. Ich habe Sie angefordert, Steinlein. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Vielleicht ganz gut für mich, Herr Leutnant. Wieder mal ein bisschen Luftveränderung. Sie müssen mir helfen, Steinlein. Sie wissen, meine Augen und keine Erfahrung. Das werden wir schon machen, Herr Leutnant. Wer kommt sonst noch mit? Unteroffiziere! Sind vom Block C. Kennen sich schon aus mit den Leuten. Beide Verwundete aber noch ganz brauchbar. Unteroffizier Mahlmann. Unteroffizier Brix. Sie wissen ja, um was es sich handelt. Haben Sie sowas schon mal gemacht? Nein. Kann verdammt mulmig werden. Nun mal nicht gleich mies machen, mein Mann. Herr Major kommt. Eintritt.
Herr Black, den Männern schon ordentlich Zunder gegeben? Noch nicht, Herr Major. Ich dann werde ich Ihnen mal zeigen, wie man sowas macht. Soldaten, was ihr auch verbrochen habt, das Vaterland ist bereit, eure Schuld zu streichen. Jetzt, in der Stunde der Entscheidung, könnt ihr euch an der Front bewähren. Morgen früh mit dem Verlassen dieser Strafanstalt seid ihr wieder vollwertige Soldaten. Zeigt euch des Vertrauens würdig, das in euch gesetzt wird. Heil, Soldaten! Heil, Major! Sehen Sie, Blake, man muss die Leute nur richtig anpacken. Natürlich ist Ihr Transport nichts anderes als ein Zuchthaus auf Rädern. Ständig an der Kandare halten, die Verbrecher, verstanden? Herr Major, Sie haben eben gesagt, ab morgen sind das vollwertige Soldaten. Na und? Die werden bewaffnet. Sagen Sie mal, sind Sie wirklich so naiv? Selbstverständlich bleiben Waffen und Munition unter Verschluss. Eiserne Faust zeigen. Ist das klar? Jawohl, Herr Major. Sie werden es schon machen, also bis morgen früh dann. Herr Leutnant, wollen Sie nicht ein paar Worte zu den Leuten sagen? Ja, ich... weggetreten. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie so spät noch störe. Ich... Ja, aber bitte kommen Sie doch herein. Danke. Wir fahren ja schon sehr früh morgen. Sonst hätte ich Ihnen den Schlüssel auf die Schreibstube gebracht. Was für ein Schlüssel? Es ist alles ein bisschen eng hier. Seit dem Tod meiner Mutter habe ich die anderen Zimmer vermietet. Deshalb steht ja auch so viel rum. Stört Sie das Radio? Ich lasse es immer laufen wegen Fliegeralarm. Oh nein, nein, bitte. Aber bitte legen Sie doch ab. Was für ein Schlüssel, sagten Sie? Ach ja, richtig. Ich habe nämlich noch eine Kiste auf meinem Zimmer in der Stadt mit ein paar Privatsachen. Vielleicht könnten Sie sich darum kümmern, wenn irgendetwas passieren würde. Was soll denn passieren? Die anderen Transportoffiziere sind doch auch alle... Ja, bis auf den Oberleutnant vor 14 Tagen den Tiefflieger erwischen. Trinken Sie eine Tasse Kaffee mit? Oh ja, gerne. Ich habe nämlich sonst niemanden, den ich darum bitten könnte. Hier ist der Schlüssel. Gut, ich hebe ihn auf die paar Tage. Warum sehen Sie mich denn so an? Wie lange sind Sie eigentlich schon bei uns auf der Schreibstube? Anderthalb Jahre. Ja, richtig. Ich war ein halbes Jahr da, als Sie kamen. Aber Sie in der ganzen Zeit niemals richtig angesehen. Wo so viele Männer rumlaufen. Das ist mir ganz lieb, wenn man mich ein bisschen übersieht. Nein, nein, das liegt an meinen Augen. Ist eigentlich unglaublich, dass der Major Sie wegschickt. Na, er mag mich nicht. Findet mich schlapp, schlechter Soldat. Finden Sie das so schlimm? Na, ein bisschen komisch kommt man sich schon vor. Im ganzen Krieg noch keinen scharfen Schuss gehört. Immer nur in der Garnison und hier... ist mir da auch nichts anderes als ein besserer Polizist. Ich hätte sonst in eine Munitionsfabrik gemusst. Wäre vielleicht besser gewesen. Wieso?
Die Akten, die ich bei uns immer lesen muss. Die Urteile. Finden Sie das alles richtig? Nein. Nein, aber es ist Krieg. Es muss einfach hart durchgegriffen werden. Das glauben Sie doch selbst nicht. Sehen Sie mit meiner Kurzsichtigkeit. Das ist ja nicht das Schlimmste. Kurzsichtig sind viele Menschen. Aber bei mir ist das etwas anderes. Das ist eine reine Nervensache. Ich hatte das als Kind schon. Fing im Waisenhaus, da fing es an. Immer wenn ich in eine schwierige Situation komme oder wenn ich erschrecke, dann sehe ich überhaupt nichts mehr. Dann wird alles unscharf. Dann verschwimmt alles vor meinen Augen. Vielleicht wollen Sie alles nicht so genau sehen. Ja, vielleicht. Wahrscheinlich haben Sie recht. Ich bin wohl zu feige. Ach, Unsinn. Sie sind einfach zu anständig für diesen Dienst da. Ich habe ihn mir nicht ausgesucht. Und danach werden mich meine Gefangenen jetzt nicht fragen. Sie werden die erste Gelegenheit wahrnehmen, um mir den Schädel einzuschlagen. Sagen Sie doch sowas nicht. Sie werden zurückkommen. Das ist nett, dass Sie das glauben. Vielleicht ist auch ein bisschen Egoismus dabei. Achtung, Achtung! Wir geben eine Luftlagemeldung. Starke feindliche Bomberverbände im Raum Hannover-Braunschweig mit Kurs auf Südwest. Ich wiederhole. Starke feindliche Bomberverbände im Raum Hannover-Braunschweig mit Kurs auf Südwest. Das kann ja eine hübsche Reise werden. Ach, Sie schaffen das schon. Eigentlich bin ich auch deshalb gekommen. Ich hatte gehofft, dass Sie mir ein bisschen Mut machen würden. Ausgerechnet ich. Dabei habe ich im letzten Jahr selber oft einen Menschen nötig gehabt, der mir ein bisschen hilft. Naja. Also, wenn ich zurück bin, dann sehen wir uns öfter. Jetzt muss ich aber wirklich gehen. Ach, bleiben Sie doch noch, bitte. Störe ich Sie auch wirklich nicht? Eigentlich kein Wunder, dass Sie mich nie beachtet haben. Jetzt hat in der Stadt auch der letzte Friseur geschlossen. Alles, was ein bisschen hübsch macht. Nicht mal Lippenstift gibt's. Sie gefallen mir aber auch so sehr gut. Wie lange soll das eigentlich noch dauern? Mit dem Krieg, meine ich. Ich denke, im Sommer spätestens ist Schluss. Höchste Zeit. Sonst sind die schönsten Jahre vorbei. Die schönsten Jahre eines Mannes sind das Soldatsein und der Krieg, sagt Major Krugstein. Ach, der. Dabei müsste ich ihm eigentlich dankbar sein. Wofür? Wenn er Sie nicht zu dem Transport kommandiert hätte, dann wären Sie doch nie zu mir gekommen. Sie freuen sich wirklich, dass ich da bin? Sagen Sie mal, werden Sie später wieder in der Schule unterrichten? Woher wissen Sie das? Sitzt ja schließlich auf der Schreibstube. Da habe ich Ihren Lebenslauf gelesen. Ich bin möglichst schnell wieder zurück. Und dann warten wir hier ab, bis alles vorbei ist. Transportkommando 40500 vorschriftsmäßig verladen. Danke. Munition und Verpflegung sind da.
Mann, Mann, Brick, kümmern Sie sich darum. Was kriegen wir denn an Waffen mit? 40 Karabiner. Das sind 600 Schuss Munition und die Seitengewehre. Waffen und Verpflegung übernommen und verladen. Verpflegungssatz 2. Satz 4, Herr Leutnant. Wir sind doch ein Frontkommando. Gilt leider nicht für Gefangenentransport, Herr Leutnant. So. Kohldampf schieben sollen die auch noch. Na dann, gute Nacht. Wir fahren vor Plan. Wir müssen vor Durchfahrt D312 auf die andere Seite rüber. Wie lange brauchen Sie noch? Wir sind fertig. Dann kann es ja losgehen. Na. Steigen wir mal ein. Gute Reise, Black. Wollte dich noch mal sehen. Wer hat dir denn das eingebrockt? Befehl vom Major. Und mit drei Mann willst du die Jungs beieinander halten? Kompanie Feldgendarmerie wäre mir auch lieber gewesen. Ach, du meinst wohl, ich komme gar nicht wieder? Beerdigung erster Klasse, was? Ich hau nämlich auch ab. Morgen. Marschbefehl schon in der Tasche. Also, alles Gute. Ich drück die Daumen. Danke. Fertig, Herr Leutnant! Dir auch alles Gute. Warum werden, wo haben Sie eigentlich die Kohlen für die beiden Waggons organisiert? Von der Bahnverwaltung, denke ich. Wir haben nicht genug herausgerückt. Habe mir erlaubt, 5 Cent aus dem Offizierscasino. Die Herren können ruhig ein paar Tage einen kalten Arsch haben. Na, wenn das rauskommt. Nix. Sagen Sie mal, können Sie eigentlich schießen? Ich meine, mit der einen Hand? Nicht nur schießen, Herr Leutnant, auf Treffen. Alles nur Übungssache. Na schön. Stellen Sie sich das mal an, Steiner. Römisch 3, bei jedem Halt dürfen die Gefangenen zum Empfang warmer Getränke oder zur Verrichtung ihrer Notdurft nur einzeln und unter Bewachung bewaffneter Posten den Waggon verlassen. Bei jedem Fluchtversuch wird sofort ohne Anruf von der Schusswaffe Gebrauch gemacht. Wer hat sich denn das ausgedacht? Sicherheitsvorschriften hat mir der Major noch zugesteckt. Passen Sie mal auf, Steinlein. Römisch 4, Verhalten bei Fliegeralarm. Die Gefangenen bleiben auf jeden Fall in dem Waggon. Ausfälle sind besser als Flucht. Das macht mir die Leute doch noch rebellischer. Das gefällt mir gar nicht, Steinlein. Was halten Sie denn davon? Man müsste die Leute möglichst beschäftigen, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen. Genau, genau. Sonst sind wir keine Minute sicher vor denen. Bloß keine Freiheiten geben. Ein paar von den Leuten, besonders die Intelligenteren, muss man als Stabshelfer in den Waggon herüberholen. Ja, schon, damit die anderen sehen, dass es auch Vergünstigungen gibt. Und dann brauchen wir vor allen Dingen Zigaretten, Schokolade und bessere Verpflegung. Um den ganzen Haufen irgendwie bei Stimmung zu halten. Sonst wären wir mit denen überhaupt nicht fertig. Ja, jawohl. Jawohl, genauso müssen wir das machen. Los, fertig! Eins sage ich euch, so wie der Erste hier in den Waggon kommt, reiße ich ihm die Knarre hoch und dann, wenn sie uns wenigstens die Waffen gegeben hätten. Aber der Major hat doch gesagt, wir sind jetzt vollwertige Soldaten. Idiot, und das hast du geglaubt, was? Vollwertige Soldaten, schieß sie alles. Nur zum Verrecken sind wir gut. Ich hab meine Uhr wieder. Wenn die mich festgenommen haben damals, hat sie mir eine abgerissen. Hat die in ein Stück Draht da? Warte mal. Leider nicht. Nee, Draht habe ich keinen. Und meinen Hausschlüssel habe ich zurückgekriegt. Wenn man jetzt weggehen. Nichts wie ab nach Haus. Nicht mal ein Messer hat man. Die
machen wir doch auch so fertig. 40 gegen 4. Totschlagen ist immer gut. Komm, verpiss dich, du Ratte. Nur nicht so lange warten, verstehst du, Schramm? Gleich beim ersten Halt. Ja, aber nicht auf dem Bahnhof. Nur auf freier Strecke. Wenn die nebenan eine MG haben, reißen wir uns das auch noch unter den Nagel. Vor allem die Soldbücher, die sind am wichtigsten. Ohne Soldbücher kommen wir nicht weit. Meine Schwester in Bremen, die versteckt mich ja ohne Soldbücher. 3 Jahre lang habe ich auf diesen Augenblick gewartet. Jetzt werde ich es dir zeigen. Am besten gleich beim ersten Verpflegungsempfang. Sag mal, du warst doch Leutnant, hm? Was geht denn dich das an? Weil du wahrscheinlich auf der Kriegsschule beim taktischen Unterricht geschlafen hast. Am ersten Tag und in der ersten Nacht schon ausbrechen. Hier! Ihr werdet abgeschossen wie die Hasen. Und wer von euch wegkommt, der sitzt 12 Stunden später wieder im Knast. Stimmt, hast du recht. Wir müssen den Quatsch hier eine Weile mitmachen, bis ein günstiger Augenblick kommt. Je näher an der Front, umso besser. Dann ist es zu spät. Aber Quatsch, du Hammel, das ist die einzige Chance. Du bist politischer, was? Halt's Maul. Ich will nicht noch in der letzten Minute draufgehen. In den vergangenen 12 Jahren, 5 im KZ und 4 im Gefängnis. Ich habe warten gelernt. Nee, bei mir ist Sense. Jetzt kurzer Prozess mit der ganzen Bande. Stimmt, er hat auch recht. Ihr wollt den Leutnant und die Unteroffiziere umbringen? Ja, umbringen und vierteilen. Geht wohl über deinen Grips, Herr Pimpf. Wie kommst du überhaupt in den Knast, der junge Spund? 3 Jahre habe ich gekriegt. Wie ich Urlaub hatte, ist meine Mutter krank geworden. Da bin ich 3 Tage länger geblieben. Entfernung von der Truppe, haben sie gleich gesagt, aber ich wollte ja gar nicht desertieren oder sowas. Und am zweiten Tag habe ich überhaupt den Zug verpasst. Dafür hast du den Zug hier aber prima geschnappt, Kleiner. Du musst bloß aufpassen, dass du auch rechtzeitig wieder aussteigst. Was ist denn da los? Bombentreffer. Jetzt fängt die Schweinerei schon wieder an. Eisenbahn auf der Strecke. Der Lokführer steigt eben ab. Sehen Sie doch mal nach, was los ist. Wie lange wird's denn dauern? Tja, wir haben hier noch mal Dusel gehabt. Drüben, das Umgehungsgleis. Haben Sie total zerwichst. Scheiße. Ja, aber 2 Stunden wird's dauern. Na, hoffentlich kommt in der Zeit kein neuer Segen von oben. Flaches Gelände, ein bisschen Wald. Aber dahinter eine größere Stadt. Ja, das wird Ulm sein. Ausgeschlossen, so weit sind wir noch nicht. Zu der Zeit gab's in der Zelle immer die Suppe. Verdammt nochmal, die müssen uns doch endlich was zu fressen bringen. Irrtum. Die fressen unsere Portionen noch mit. Beschweren müssen wir uns beim Leutnant. Bei dem Brillenheini? Die halbe Portion traut sich doch hier nicht rein. Hört mal zu, Männer. Wir haben hier einen kurzen Aufenthalt, Gleisschaden. Vielleicht winken wir auch mal was von Tieffliegern aufs Dach. Aber alles wird halb so schlimm werden, wenn ihr euch diszipliniert verhaltet, verstanden? So, und wer jetzt mal raus muss, immer gruppenweise zu 10 Mann. Und was ist mit der Verpflegung? Verpflegung wird auch ausgegeben. Da wird ja auch Zeit. Dazu ist noch was zu sagen. Die Gefängnisleitung hat euch nur Klasse 4 in Verpflegung ausgeschrieben. Aber ich werde mich dafür einsetzen, dass ihr Klasse 1 bekommt. Und auch Zigaretten und so weiter. Zigaretten. Und noch was. Ich brauche einen Mann von euch als Schreiber. Hier, ich. Schütze Lohmann. Früherer Dienstgrad? Kapitänleutnant. Bestraft mit? 6 Jahren Gefängnis. Ist vielleicht jemand als Sanitäter ausgebildet? Ja, hier. Schützhelper. Quatsch, Mensch, sag doch, dass du richtiger Doktor bist. Sie sind Arzt? Ja. Kommen Sie auch mit rüber. Und dann brauche ich noch einen Koch. Bitte schön, Herr Leutnant. Schütze Wirbel Josef aus Breslau. Ich bin gelernter Koch. Ich habe schon in den ersten Häusern gearbeitet. Herr Leutnant werden bestimmt mit mir zufrieden sein. Na schön, probieren wir es mal. Und dann brauche ich noch einen Melder. Hier. Funker Fleischer. Beruf? Technischer Zeichner.
Was haben Sie? Wehrpassfälschung und Lebensmittelkarten. Wie viel? Auch so ein paar tausend werden schon gewesen sein. Hm? Nein, nein, ich meine, wie viele Jahre? Ach so, 10 Jahre Z. Aber noch nicht rechtskräftig. In Ordnung. Los, die ersten 10 raustreten. Die an den Waggon stellen. Kein Schritt weiter, Reihe bilden. Beeilung, ihr Hirten. Pinktürm. Versuch's doch mal. Du hast es zum letzten Mal gepinkelt. Erst will ich mal sehen, ob er wirklich Zigaretten ranschafft. Was ist denn das für ein Blödsinn? Kann man das Gitter nicht wegmachen? Jetzt spielt er sich auf. Als ob da einer durchkäme. Ist jemand da, der sowas kann? Der Kettencharlie. Was ist los? Können Sie das entfernen? Das Ding da? Jetzt zeig mal, was du kannst. Mensch, ist ja eine Wucht. Was sind Sie eigentlich vom Beruf? Ich war früher mal im Zirkus, Kettensprenger. Wie heißen Sie denn wirklich? Schütze Brett, Karl Brett. Und was haben Sie verbrochen? Ich war Bankfachmann, Leutnant. Aber nur mit Urlaubschein. Die nächsten 10, los und runter. Bitte schneller. Los, Beeilung. Los, rauf. Das Stroder ist für euch. Ihr haut euch da hinten in die Ecke. Wir haben doch Pritschen. Ja und? Na also. Hey Doktor, geben Sie mal an, was Sie alles so brauchen an Verbandsmaterial und so. Sie lassen sich vom Feldwebelpapier und Bleistift gehen. Kommen Sie. Alles wieder im verschlossenen Waggon, Herr Leutnant. Sie sind Chirurg? Ja. Wie kommen Sie denn dann zu dem Haufen? Paragraf 218. Abtreibung? Ja, ich war Stabsarzt. Eine Nachrichtenhefterin, ich kannte sie nicht einmal. Aber ich hielt es für notwendig. So, und da machen Sie eine saubere Liste, verstanden? Jawohl, Herr Pfeffel. Jetzt haben wir 30 Jahre Zuchthaus in unserem Waggon. Wenn das mal gut geht. Wenn ihm läuft, dann schmeiße ich eine Nebelhandgranate. Damit hat sie es. Und warum sind Sie dabei? Ich hatte eine Kommandantur oben in Holland. Kleines Fischernest. Und die Fische, wissen Sie, die haben sich noch mal nicht um den Krieg gekümmert. Die Holländer wollten verdienen und ich verstehe ein bisschen was vom Geschäft. Ich bin Konservenfabrikant. Man hat es mir wohl übel genommen, dass ich bei dem Handel zu fett wurde. Also ich erwarte, dass hier alles klappt. Und wenn Dummheiten gemacht werden, dann wird geschossen, das wissen Sie. Das dauert hier noch lange, Herr Leutnant. Ich werde versuchen, in der Zwischenzeit bessere Verpflegung für die zu organisieren. Ich finde den Leutnant gar nicht so übel. Nur weil er hier drin war, ein Gedicht aufgesagt hat, hm? Hör mal zu, mein Junge. In ein paar Monaten, ach was, in ein paar Wochen ist der Krieg aus. Verloren. Endgültig. Wenn wir jetzt zum Strafbataillon 500 kommen, weißt du, was das heißt? Schon ein paar Stunden später sind wir vorne in der HKL, liegen in irgendeinem Schützenloch und müssen hinhalten. Liegen im Schützenloch? Hast du eine Ahnung? Krepieren werden wir. Und das weiß der Leutnant genauso gut wie wir. Und trotzdem wird er seinen Befehl ausführen, ganz stur. Und du findest ihn gar nicht so übel. Ein Tippfehler? Das glauben Sie wohl selbst nicht, Herr. Wie war doch Ihr Name? Black. Herr Black. Ja, es tut mir wirklich furchtbar leid, aber mehr als Verpflegungsklasse 4 steht Ihnen leider nicht zu. Onkel Liebel hilft, wo er kann. Onkel Liebel lässt sich was einfallen, aber hier, in diesem Fall, kann er gar nichts machen. Ich bitte Sie, Herr Liebel. Ich bitte Sie, verstehen Sie doch meine Situation. Strafgefangener. Es ist wirklich sehr anerkennenswert von Ihnen, dass Sie so menschliches Verständnis zeigen, aber... Aber Herr Liebel, darum geht es doch gar nicht. Man hat mir 2 Unteroffiziere mitgegeben. Beides sind Krüppel. Ich selber sehe fast nichts. Wie soll ich denn die Leute zusammenhalten? Wenn die was zu rauchen haben, ein bisschen bessere Verpflegung, dann bleiben die mir doch bei der Stange. Ach so. Ich verstehe. Es tut mir wirklich sehr leid, Herr Black, aber ich habe meine Vorschriften. Aber ich bitte Sie, Herr Liebel, ich bitte Sie, mehr als 4 Mann dürfen wir nicht ausreißen. Fluchtquote 10%, sonst komme ich vor ein Kriegsgericht.
Herr Liebl, möchten Sie in einem Gefängnis sitzen? Ich? Nee. Liebels Würstchen sind die besten. Einen vorbestraften Direktor kann sich meine Firma nicht leisten. Nach dem Endsieg, meine ich. Bin leider nur Lehrer. Was denn? Lehrer sind Sie? Ein Arschpauker? Mann, das habe ich mir ja immer gewünscht, einen Lehrer zu erpressen. Also hören Sie zu, Herr Black. Sie bekommen von mir, was Sie haben wollen. Onkel Liebl hilft. Onkel Liebl hat noch alte Bestände. Aber wenn Ihnen je ein Schüler namens Liebl unterkommt, der wird immer versetzt, verstanden? Der bleibt nie sitzen. Niemals, das verspreche ich Ihnen. Sonst wehe Ihnen. Also, Verpflegungsklasse 1, Fleischkonserven, Butter, Zigaretten, Schokolade. Herr Rösler, Herr Liebl, bitte einpacken. Ich habe auch noch eine Liste für Medikamente und Verbandszeug. Dafür ist der Stabsarzt zuständig. Ich rufe ihn gleich an. Aber wenn Sie noch eine hübsche Krankenschwester mitnehmen wollen, das ist leider nicht drin. Die hat nämlich der Stabsarzt selber gerne. Danke Ihnen, Herr Liebl. Und nicht vergessen, Liebels Würstchen sind die besten. Ich weiß. Drei Jahre habe ich sowas nicht mehr in der Hand gehabt. Na, hoffentlich brauchen wir das Ding erst gar nicht. Na, Steiner, was sagen die Männer? Die? Nee, Mann, ist jetzt Weihnachten. Meine erste Zigarette seit einem Jahr. Ein 10 Stück gibt's jeden Tag. Der ist prima, der Leutnant. Hm? Gib mir deine Zigaretten. Kriegst meine Schokolade. Hau ab. Wer tauscht Schokolade gegen Zigaretten? Für mich kann jetzt die Welt untergehen. Dann vorhin hast du noch gesagt, du würdest dem Leutnant eins über den Schädel hauen. Mir ganz egal. Hauptsache, der Mann schafft was zu fressen ran und wir haben zu rauchen. Jetzt noch eine Pulle Schnaps. Ihr seid das richtige Schlachtvieh. Ihr könnt nur fressen, fressen, saufen und verrecken. Aber denken, denken könnt ihr nicht. Das ist sie. Frühjahr 40 haben wir geheiratet. Und ich, Rindvieh, haben noch ein neues Schlafzimmer gekauft. Birke poliert. Möchte verdammt gern wissen, mit wem sie jetzt da drin pennt. Mensch, ist die gebaut. Zeig mal her. Finger weg, du Schwein! Was ist denn das für einer? Sporer. Eine ganz üble Nummer. Kameradendiebstahl. Hat sogar Verwundete beklaut. Scheiß Kerl. Sowas müsste gleich die Rübe abkriegen. Und als sie rauskriegten, dass ich Rotfront bin? Hatte ich gleich 4 Monate Einzelhaft weg als Politischer. Wenn du es so nimmst, bin ich auch Politischer. Befehlsverweigerung. Nur weil ich ein anständiger Mensch bleiben wollte. Bei mir war es ein Witz. Auf dem Casinoabend, den der Oberst die falsche Kehle gekriegt hat. Schon war ich dran. Na, selbst aus der Abtreibung von unserem Doktor haben sie doch ein politisches Verbrechen gemacht. Unseren Doktor, sagst du? Weißt du, ob der überhaupt noch unser Doktor ist? Wie meinst du das? Vielleicht hat er uns drüben schon längst an den Leutnant verkauft. Ebenso die anderen drei. Quatsch! Die Jungs sind alle in Ordnung. Die bleiben drüben schon am Ball und hören, was los ist. Der Fleischer schnippelt schon an dem falschen Stempel. Für die Soldbücher. Stimmt. Dann können wir den passenden Marschbefehl uns selbst reinschreiben. Stempel drunter, der Lack ist fertig. Die Feldgendarmerie können uns im Arsch stecken. Die Suppe ist gleich fertig. Wenn ihr Leute mal probieren wollt. Na, hoffentlich hast du uns da auch kein Rattengift reingetan, du Oller Ganove. Ja, und damit hier, was denken Sie von Josef Wirbel? Ich bin doch kein Krimineller. Für Abhören vom Feindsender habe ich meine 10 Jahre gekriegt. Wegen Rattengift. Wahnsinnig! Schieß
runter! Weg! Stehen bleiben! Ab unter die Piste! Los, weg! Herr Leutnant! Hierher! Nebelkerzen unter die Lok. Dann denken die, sie haben sie schon erwischt. Leutnant, der junge Kerl ist tot. Steinlein! Hier bleiben! Steinlein! Feldwebel. Au. Steinlein! Vorsichtig. Steinlein. Er lebt. Das nächste Lazarett so schnell wie möglich. Herkommen, ein paar Männer. Der Feldwebel ist hin. Jetzt machen wir den Leutnant fertig. Steinlein. Steinlein, hören Sie mich. Fasst mit an, bring den zu mir in den Waggon. Aber vorsichtig. Du blöder Hund. Ich habe doch gesagt, den brauchen wir noch. Ist die Lok in Ordnung? Scheint so. Wir müssen weiter mit den Schwerverwundeten. Der vierte Fliegerangriff in einer Woche. Fahren wir weiter. Jacke aus. Aber vorsichtig. Fünf Tote, sieben Verwundete, Herr Leutnant. Die, die türmen wollten, sind alle hin. Die Toten sind im Packwagen. Und ihr? Runter jetzt. Zurück in euren Waggon. Verwundete im Waggon. Wir brauchen dringend einen Sanker. Telefonieren Sie sofort. Ich brauche ein oder zwei Krankenwagen. Es geht um Minuten. Ja, sofort. Ihr werdet ausgeladen. Eure Soldbücher bekommt ihr mit.
Herr Leutnant, laden Sie bitte die Toten aus dem Truckwagen. Der Wagen wird ausrangiert. Brix, nehmen Sie sich 6 Männer von nebenan. Jawohl. Der Sanker kommt gleich. Glauben Sie, dass Steinlein durchkommt? Er muss sofort ins Lazarett. Die werden sich schon wieder zurechtflicken, Steinlein. Hoffentlich. Sie haben mir den Haufen bisher immer zusammengehalten, Steinlein. Sie werden mir sehr fehlen. Das können Sie genauso, Herr Leutnant, wie ich. Nur durchhalten. Ich musste Sie doch anfordern, Steinlein. Es blieb mir doch gar nichts anderes übrig. Verstehen Sie, Steinlein? Steinlein. Steinlein. Steinlein ist tot. Ja. Sind wir beide ganz allein. Wenn die Männer fertig sind, lassen sie antreten. Muss mir die Leute mal vornehmen. Jawohl, Herr Leutnant. Die haben es hinter sich. Schluss jetzt! In Linie zu 2 Gliedern antreten! Alles Gute, Malmann. Danke, Herr Leutnant. Für Sie auch. Danke. Schon ziemlich angeschlagen, mein Transport. Was haben Sie denn da? Keinen Kittel. Organisier das, den Sanitätswagen. Wenn wir noch lange unterwegs sind, das kann Eindruck machen. Eintreten und einordnen! Hier wird das Lachen auch noch vergehen. Wie weit bist du mit dem Stempel? Der Rohschnitt ist fertig, aber für die feine Schrift, da brauche ich noch was. Ich kann doch dem Leutnant nicht die Brille von der Nase nehmen. Du musst denn sehen, wie du fertig wirst. Beeil dich. Wo liegen die Soldaten? Unter der Pritsche vom Leutnant. Mal halten! Krieg schon! Herr Leutnant, ein Unteroffizier, 30 Mann, wie befohlen, angetreten. Mal herhören! Ich habe euch bessere Verpflegung besorgt. Ihr habt was zu rauchen. So gut ist es euch noch nie gegangen. Trotzdem sind heute früh 4 von euch abgehauen. Ihr glaubt wohl, das sei euer gutes Recht. Aber hier geht es auch um meinen Kopf. Wer jetzt noch den Versuch macht, abzuhauen, auf den wird geschossen. Und wenn ich ihn selber abknalle. So. Und nun einsteigen. Haben Sie mal eine Zigarette? Was Sie da eben gesagt haben, Herr Leutnant. Ich hoffe, das hilft. Hoffentlich. Gott sei Dank, die Verlustquote ist noch nicht überschritten. Aber wir müssen wachsam sein, Brix. Wir lösen uns jetzt in der Wache immer ab. Jawohl. Einer schläft, einer passt auf. Jetzt wird's brenzlig.
Hier riecht's nach Front. Also, wann passiert's? Beim nächsten Halt. Raus und weg. Was ist mit dem Leutnant? Hör doch mit dem Leutnant auf. Na, aber der uns so prima verpflegt hat. Umlegen, vom Schädel hauen. Wenn's sein muss, bitte. Aber dann übernehme ich den Haufen. Mit den Waffen und den Soldbüchern schlagen wir uns glatt durch. Zu früh, Herrschaften. Ich sage euch immer wieder, wir müssen warten, bis wir dicht vor der Front sind. Du mit deinem ewigen Warten. Na, jedenfalls sind 4 von uns, die nicht warten wollten, bereits tot. Stimmt, da hat er recht. Das waren doch Verrückte. Waren sie immer schuld. Wir kommen schon durch. Kisten endlich hin? Mach mich nicht verrückt mit dem ewigen Gefrage. Wenn die mir dauernd auf die Finger sehen. Weiter mal her. Na? Sieht schon aus wie ein echter Stempel. Wenn der Krieg vorbei ist, musst du falsche Dollars machen. Was wird das Geschäft? Könnte man sie fertig machen. Leg das Ding weg. Ist kein Zünder drin. Nur ein kleiner Dauerschlaf. Hast du Hemmungen? Die beiden bestimmt nicht, die liefern uns prompt ab. Jetzt spielst du hier noch den Doktor. Aber beim Strafbataillon werden wir den Kittel sehr schnell wieder rausziehen. Worauf warten wir eigentlich? Wo sind wir denn? Wald! Mitten im Wald! Los, los, kommen Sie schon. Sind doch der Leutnant mit den Zuchthäuslern. Transportkommando 500. Ja, bin telefonisch informiert, dass Sie hier durchkommen. Sie müssen sofort eingreifen. Ich habe hier ein Heeresdepot und nebenan Fremdarbeiter. Werden aufsässig, die Brüder. Potenzielle Plünderer. Aber Sie haben schon geplündert. Nee, aber Sie werden, wenn nicht sofort ein Exempel statuiert wird. Eigentlich sollte das ein Haufen vom Ersatzbataillon machen, aber die können nicht so rasch durchkommen, dass irgendwo eine Brücke gesprengt war. Ich verstehe nicht. Und was soll ich? Da fragen Sie nur. Die Fremdarbeiter schießen, Dutzend rausgreifen, an die Wand stellen, bevor die ganze Bande das Depot stürmt. Ich habe nicht genug Leute, ich bin völlig ungeschützt. Herr Major, ich bin jahrelang im Militärstrafvollzug. Ohne rechtskräftige Urteile kann ich niemanden erschießen. Sind Sie denn verrückt geworden? Was soll ich denn so schnell Urteile herkriegen? Ich habe gerade mit dem Gauleiter gesprochen, Befehl vom Reichsverteidigungskommissar, es wird dazwischen gehalten und aus. Fertig, lassen Sie Ihre Leute antreten. Was will er von uns? Auf jeden Fall wäre ich mit Ihnen nicht lange. Er hat was von Maschinen gesagt. Wen? Uns? Ich höre was von Fremdarbeitern. Ich bedauere, meine Leute haben keine Waffen, Herr Major. Was, Sie führen keine Waffen mit? Nur unter Verschluss. Verschluss ist aufgehoben. Befehl von mir, verstanden? Oder wollen Sie fürs Kriegsgericht? Wegen Befehlsverweigerung. Ich lasse antreten, Herr Major. Die Männer aus dem Waggon. Waffen und Munition ausgeben. Aber ich nicht. Ich kann nicht schießen, Herr Leutnant. Wieso? Ich denke, Sie können... Ach so. Lohmann, die Kisten mit den Karabinern und die Munition. Na los, vorwärts! Jawohl, Herr Leutnant. Wenn wir das mitmachen, dann sind wir genauso die Schweine. Keiner kann uns zwingen. Lass die erstmal Munition verteilen. Alles raustreten, umgeschnallt mit Stahlhelm. Hinter dem Waggon antreten. Die ersten 6 Gewehr und Munition empfangen.
Laden und sichern. Sichern, habe ich gesagt. Und Gewehr ab. Herr Leutnant! Die Mordern! Was ist hier los? Herr Leutnant, wir wissen, warum wir Waffen und Munition empfangen haben. Rechnen Sie nicht mit uns. Ich weigere mich. Wir alle, wir weigern uns, hier auf Zivilisten zu schießen. Warum sagen gerade Sie das? Ich habe schon einmal einen solchen Erschießungsbefehl verweigert, Herr Leutnant. Ihr letzter Dienstgrad? Leutnant, 23. Panzerdivision. Überlassen Sie solche Entscheidungen mir. Wer hat schon Munition? Nur die ersten 6 Mann. Die ersten 6 einen Schritt vortreten. Wer umhängen? Rechts, um! Ohne Fettmarsch! Halten! Links um, Gewehr abnehmen! Ja, wie weit sind Sie? Herr Major, ich führe Ihren Befehl nicht aus. Sie haben Befehl, was? Sie wollen mal selbst an die Wand gestellt werden. Ich schieße nicht auf Zivilisten. Sind Sie verrückt geworden? Ich lasse Sie festnehmen, Wache! Wache! Was soll das? Wieso sind Sie? Haben Sie die Leute etwa bewaffnet? Auf Ihren Befehl, Herr Major. Sind Sie wahnsinnig? Hier ist Sipo 17. Herr Gablitz hier. Major Gablitz, bitte. Kommando der Feldgendarmerie unterwegs. Na, großartig. Ja, ich verstehe. Müssen also jede Minute hier sein. Wird auch höchste Zeit. Verbindlichsten Dank, Herr Oberstleutnant. Sehen Sie, Herr Leutnant, es gibt immer eine Lösung. Feldgendarmerie unterwegs, die übernehmen den Auftrag. Abgesehen davon, Zuchthäusler sind dafür wirklich nicht geeignet. Kaum, Herr Major. Dann darf ich mich verabschieden. Bitte. Gewehr umhängen. Links um, ohne Trittmarsch. Los, runter vom Wagen. Aufschließen. Tempo, 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 geht die zu. Vor der Baracke antreten. Los. Dazu sind wir kaum geeignet. Los, aufsteigen! Wir fahren weiter. Schramm! Übernehmen Sie das Kommando in Ihrem Waggon. Und sorgen Sie für Disziplin. Jawohl. Herr Leutnant,
Die sechs haben noch Munition. Weiterfahren. Endlich wieder eine Knarre. Komm, lass die Finger davon. Schönes Gefühl, mal wieder so ein paar Schuss Munition, ne? Ich sag das nicht so laut. Was war denn überhaupt los? Was hat er denn gemacht, der Leutnant? Er hat sich geweigert. Dem Major ans Gesicht. Ja, aber dann ist ein Haufen Feldgendarmerie gekommen. Wir haben das übernommen. Diese Scheißkerl. Stimmt. Aber dafür kann der Leutnant nichts. Mit dem kann man reden. Wie kannst du den Arsch kriegen? Und wir? Was denn mit uns? Ihr müsst euch entscheiden. Habt euch wohl auch schon kaufen lassen von dem Leutnant. Ruhe, verdammt nochmal! Damit ihr ganz klar seht, nichts hat sich geändert. In Frontnähe wird ausgebrochen. Und den Befehl dazu, den gebe ich. Und wer vorher Dummheiten macht, der kriegt's mit mir zu tun. Die legen uns doch um, Herr Leutnant. Sechs Karabiner mit 30 Schuss. Es gibt im Kriege verschiedene Möglichkeiten, umzukommen. Die Frau zum Beispiel, die Sie erschossen haben. Sie wollte noch weglaufen, um sich zu retten. Genau das ist es. Jeder will sich retten. Und was haben wir gemacht? Wir haben zugesehen, dabei gestanden und zugesehen. Das war alles. Was hätten wir denn sonst tun können? Sie nichts, Briggs. Mit ihrer Prothese. Mit einer Hand allein kann man gar nichts machen. Aber nein, ich nehme Ihnen das nicht übel, Briggs. Herr Leutnant, haben den Befehl, den Transport an die Front zu bringen. Wenn ich sie einfach laufen lasse. Die Leute einfach weglaufen lasse. Herr Leutnant, Befehl ist Befehl. Und Liebelswürstchen sind die besten. Ich verstehe Sie nicht, Herr Leutnant. Ich habe mich nur eben an den einzigen vernünftigen Menschen erinnert, der mir bisher auf dieser Fahrt begegnet ist. Ich meine nur, gegen einen Befehl, da kann man doch nichts machen. Ob man uns das später einmal als Entschuldigung abnehmen wird. Es ist zum Kotzen. Vorher, da war es eine klare Sache. Abknallen die Brüder mit den gefälschten Marschbefehlen weg. Und jetzt hast du so ein Ding in der Hand hier und... Ladehemmung. Dieser Leutnant. Was macht man bloß mit dem Kerl? Ja, Leutnant hin, Leutnant her. Als Sie die Frau umgelegt haben, hat er der vielleicht geholfen? Und genauso wird er uns ausliefern, damit wir abgeknallt werden. Ich kenne den Zauber. Ich war schon mal bei 500. Auf die Minenfelder werden wir getrieben. Feuer von vorn und Feuer von hinten. Ich hab's erlebt, wie zwei volle Kompanien dabei draufgingen. Ich allein bin übrig geblieben. Weil ich einen Furunkel am Hintern hatte an dem Tag. Mein Hintern hat mich gerettet. Aber dich, dich rettet nicht mal dein schlauer Kopf. Und du, ihr alle. Ihr lasst euch auch noch hinfahren zu der Treibjacht. Ihr Idioten. Jansen hat recht. Schluss jetzt. Sechs Karabiner, die reichen. Beim nächsten Halt brechen wir aus. Einverstanden? Stimmt. Also wer ist dafür? Ja, wir alle. Ja. Transport. Schauen Sie mal nach, wo die Frontleitstelle ist. Jawohl, Herr Leutnant. Wir machen doch jetzt, Herr Leutnant. Dauert's lange? Nein, wir haben am Schluss nur ein paar Wagen ausgewechselt. Sonstig. Wie geht's denn, Black? Was macht dein Transport? Ich hatte einen Tieffliegerangriff. Tote und Verletzte.
Malmann ist verwundet, Steinlein ist gefallen. Tut mir leid. Steinlein war ein prima Kerl. Und sonst? Schaffst du es denn? Hoffe es. Lebe ja noch. Und du? Ich fahre an die Front. Bin froh, dass ich den verdammten Gefängnishof nicht mehr sehe. Wir... Alles einsteigen, Türen schließen. Schade, so kurz. Alles Gute, Black. Ebenfalls. Sag mal, wann bist du eigentlich abgefahren? Vorgestern, gleich nach dem Bombenangriff. Was? Schwerer Bombenangriff. Übrigens, unsere Sekretärin, die Westphal von der Kommandantur. Volltreffer aufs Haus. War gleich tot. Was? Wiedersehen, Black. Leutnant, die Frontleitstelle ist dort drüben. Aber da gibt's nichts mehr, die verlegen schon. Wer? Ich sagte, die verlegen schon. Wie wollt ihr denn hier abhauen? Du hast recht, überall sind die Kettenhunde. Abwarten, Jungs, abwarten. Wo ist die Frontleitstelle? Schon verlegt, der Leutnant. Ist nicht mehr. Und Verpflegung? Schon verladen. Und was ist das? Verpflegung, Herr Leutnant. Die vier Mann mit den Decken herkommen. Herr Leutnant. Ausladen! Herr Leutnant, darauf steht Zuchthaus. Da kommen wir gerade her. Nach Freiburg. Nur für Wehrmachtsangehörige und Zivilisten mit abgestempeltem Fahrausweis. Auf Gleis 2. Vorsichtig hier. Langsam, langsam, meine Herrschaften. Nur nicht so drängeln, kommt ja jeder durch. Immer ruhig. Tempelfehl, zurück. Bitte lassen Sie mich mitfahren, ich muss zu meiner Mutter. Zurück, sage ich, können Sie denn nicht hören? Nein, ich gehe nicht zurück, lassen Sie mich durch, ich muss. Also, liebe Frau, dann gehen Sie doch nach Hause. Ich kann nicht mehr nach Hause, meinen Mann haben Sie umgebracht. Seien Sie doch still. Fassen Sie mich nicht an! Ach, so ist das. Zeigen Sie Ihre Papiere, Ihren Ausweis. Mörder seid ihr! Ihr habt meinen Mann umgebracht! Ihr hetzt wie ein Hund! Im KZ erschlagen! Er war unschuldig! Nichts hat er getan! Unschuldig, Mann! Weiter. Ausweis? Weiter. Geheime Staatspolizei, wie heißen Sie? Burkhardt? Die Frau von Bürgermeister Burkhardt? Ja. Sie sind festgenommen, kommen Sie mit. Sonderkommandoeinheit Black. Die Person wird von uns festgenommen. Was geht denn Sie das an? Die Frau untersteht unserer Gerichtsbarkeit, kommen Sie mit. Sonderkommando Black? Wie gehört? Ruf sofort beim Stab an. Hier, Burkhardt steht im Fahndungsplatz. Ich sehe nach, wo ich hingehe. Kommen Sie ganz ruhig. Es geschieht Ihnen nichts. Die Frau kommt mit, los! Beeilen, Herr Leutnant, wir fahren gleich ab. Rasch, die Männer in den Waggon! Kein Zweifel, Standartenführer. Helga Burkhardt, die Frau von dem Bürgermeister. 20. Juli. Weiß ich nicht, Standartenführer. Wehrmacht. Ein Leutnant und 8 Mann. Sonderkommando Black hat er gesagt. Der Hochstandartenführer wird sofort veranlasst. Selbstverständlich. Ende. Drüben im Güterzug. Wenn die uns erwischen, sind wir geliefert. Nächste Station alarmieren, Fahndung ankurbeln. Mir sind vorhin einfach die Nerven durchgegangen.
Gestern habe ich erfahren, dass mein Mann nicht mehr lebt. KZ. Auf der Flucht erschossen. Wie ein Verbrecher. Bitte, könnte ich etwas zu trinken haben? Natürlich, sofort. Mögen Sie vielleicht etwas Schokolade? Bitte, wenn Sie etwas rauchen. Danke, nein. Bitte, das Tee. Was mache ich denn jetzt mit Ihnen? Wo fahren Sie überhaupt hin? An die Front. Das ist was an das, was davon noch übrig ist. Ich muss diese Männer beim Strafbataillon 500 abliefern. Ich habe schließlich einen Auftrag. Das ist ein Befehl. Ob man Ihnen das später als Entschuldigung abnehmen wird, Herr Leutnant? Wir kommen doch sicherlich noch in eine größere Stadt. Da können wir Sie vielleicht absetzen. Gib mir mal den Kittel. Als Krankenschwester kontrolliert sie kein Mensch. So bringen wir sie durch die Sperre. Das wird die einzige Möglichkeit sein. Ja, soll angehalten werden. Befehl vom SD. Geben Sie weiter. Güterzug 6073. Sofort anhalten. SD verständigen, dringend. Kann ich nicht mehr. Der Zug fährt gerade hier durch. Warum haben Sie mich eigentlich mitgenommen? Zwei Frauen sind in den letzten Tagen begegnet. Beide sind jetzt tot. Die eine ging mich gar nichts an, eine Polin oder Russin, was weiß ich. Sie wurde erschossen. Sie haben mir das Leben gerettet. Es wird hell. Wir werden uns auf einiges gefasst machen müssen. Der Alarm hat uns gerade noch gefehlt. Auf den LKW, marsch, marsch! Ein tolles Ding. Ein Fronttransport von 40 Gefangenen einer Wehrmachtsstrafanstalt. Haben sich wahrscheinlich selbstständig gemacht, die Brüder. Und die Bewachung? Ach, längst abgeknallt. Und jetzt markiert einer der schweren Jungs den Anführer. So. Jetzt gleich nach Rossbronn fahren, links ab den ersten Weg zur Bahn. Und Tempo, ja? Jawohl, Oberleutnant. Eilung, los! Die haben gestern einen Major bedroht, Befehl verweigert. Und heute Nacht bei der Gestapo ein Ding gedreht. Eine Frau soll auch dabei gewesen sein. Komm, fahr los, Dick. Haben wir uns ganz schön was eingehandelt, Herr Leutnant. Glauben Sie, dass sich die Gestapo das gefallen lässt? Sie hätten die Frau natürlich ausgeliefert. Ich will mit sowas nichts zu tun haben. Schlafen Sie noch, Fleischer? Was haben Sie denn da? Ein Stempel? Ach, nur so eine Spielerei, Herr Leutnant. Sonderkommandoeinheit Black, Feldpostnummer 40500. Ach, Brix, schauen Sie sich das mal an. Hat der Himmelhund doch einen wundervollen Stempel gebastelt. Sowas hat mir doch schon immer gefehlt. Nee, Herr Leutnant. Mit einem gefälschten Stempel. Was heißt gefälscht? Stempel ist Stempel. Damit können wir jetzt ganz anders auftreten. Großartig haben Sie das gemacht, Fleischer. Wirklich großartig. Sehen Sie doch mal nach, wo wir sind. Signal steht auf Halt. Sonst ist nichts zu sehen. Schwere Artillerie. Nee, Panzer und Pack. Kann nicht mehr weit sein. Höchstens 20 Kilometer. Aufwachen! 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 Aufwachen!
Wirbel Lohmann Fleischer Verpflegung rüberbringen. Niemand verlässt die Waggon! Endlich Luft. Mensch, die Front. Wir sind da. Ist die Frau noch nebenan? Du hast Sorgen, Mensch. Hast du das Ding fertig? Jetzt futsch. Hat sich vom Leutnant erwischen lassen. Jetzt hat er den Stempel. Idioto. Meldet sich keiner. Muss mal im Stellwerk fragen, warum wir halten müssen. Wo sind wir denn hier? Nicht weit von Rossbronn. Da sind wir jetzt. Und dort hinter der Brücke teilt sich die Strecke. Da müssen wir rechts weiterfahren nach Kanzenbach. Dort ist dann Schluss. Da wird ausgeladen. Müssen wir noch rangieren? Nee, die Weiche steht schon richtig. Schauen Sie mal da vorne bei der Abzweigung. Da geht's wohl nach links überhaupt nicht weiter, wie? Nee, da stehen schon irgendwo die Amis. Die Strecke ist gar nicht mehr von uns besetzt. Gehen Sie mit dem Zugführer, Brix. Ich löse Sie ab. Ich will wissen, warum die uns hier blockiert haben. Jawohl, mach ich. Da ist der Zug. Das hat also geklappt mit der Blockierung. Na los, beeilt euch. Prima Dauerwurst, der Leutnant. Das hätten die gestern bestimmt verschoben. Das gefällt mir gar nicht, dass wir hier so lange warten müssen. Mein Gott. Die Gestapo, die Männer vom Bahnhof. Wo? Da drüben im Wagen. Schnell verstecken. Da drüben im Schuh. Herr Leutnant, die Gestapo. Stimmt. Die Bullen. Wie lange stehen Sie schon? Bald eine Viertelstunde. Sie fahren auf keinen Fall weiter, verstanden? Sie sind von uns blockiert worden. Guten Morgen, Herr Leutnant. Na, kein Dampf mehr auf der Lok? Wenn ich mich recht erinnere, hatten wir schon einmal das Vergnügen. Das Vergnügen war bei mir auf Ihrer Seite. Und womit kann ich Ihnen jetzt dienen? Geben Sie so sieht man raus. Und die Karabiner mitnehmen. Sie wissen genau. Wo ist Frau Burkhardt? Ach, das tut mir leid, Mann. Da kommen Sie zu spät. Offensichtlich hat es der Inhaftierten bei uns nicht gefallen. Sie ist längst ausgestiegen. Ist ja sehr schade. Wollen Sie da mal Ihr Soldbuch zeigen, Herr Leutnant? Ich denke nicht daran. Dann müssen wir Sie festnehmen. Ach, vielleicht orientieren Sie sich erst mal, meine Herren. Nehmen Sie die Hände hoch! Sind Sie verrückt? Lohmann, entwaffnen! Sie sind festgenommen, meine Herren. Das kostet Sie den Kopf. Hier kommen Sie nicht weg. In 5 Minuten ist ein Kommando hier, das Sie fertig macht. Vielen Dank für die Warnung. Fränkel, Schmidt! Bringt die beiden in den Stabswaggon! Los, rein! Und bei Fluchtversuch knallt's! Los, hopp! So. Und jetzt wird's ernst. Alles herhören! Alle herkommen! Los! Auch aus dem Waggon! Alle! Befehl euch beim Bataillon 500 abzuliefern. Und ihr wollt abhauen. Von Anfang an wolltet ihr nichts anderes. Ich habe nichts mehr dagegen. Wenn getürmt wird, dann jetzt. Und ich gehe mit euch. Wir brechen mit dem Zug durch, so weit wie wir kommen. Verdammt, da kommen sie schon. LKW und Kübel. Krüger und Lippert, die anderen Waggons abkoppeln. Charlie Jansen vor auf die Lok. Aber vorher die Weiche umstellen. Und wenn die Kerls auf der Lok nicht spuren, Karabiner ins Kreuz. Schramm, ein Munitionskasten in den anderen Waggon. Munition ausgeben für alle. Los, fahr mal mit. Lass die Türen auf und nach beiden Seiten sichern. Los, ab, ab in die Waggons. Raus mit dir.
Und nun der Nächste. Verrückter Hund, wer soll ihn ertragen? Na, ich, Mensch. Aber! Rangieren habe ich im Zirkus gelernt. Kettenkali fährt alles. Komm, Mensch, hau ab! Die fahren ja los. Da ich kaum annehme, dass Sie uns auf dieser Fahrt begleiten wollen. Bitte. Ja, eigentlich gern dabei gewesen, wenn man Sie aufhängt. Gerade das ist es, was ich gern vermeiden möchte. Los, raus mit euch! Wo kann der Zug jetzt noch angehalten werden? Bahntechnisch geht's überhaupt nicht. Na, dann schnappen wir uns die Banditen auf dem Bahnübergang bei Kilometer 18. Los, die MGs fertig machen und den Karacho hinterher. Mensch, glotz nicht so dämlich, heize! Ja, und wenn uns was entgegenkommt? Von da kommt jetzt nichts mehr. Da vorne ist die Front. Hoffentlich sind wir bald von der Straße weg. Was war denn vorhin? Herr Leutnant, wo ist denn Briggs? Vergessen. Ist auch besser so für ihn. Na los, ich hieß dir rüber. Spore können Sie aufsteigen. Der hat noch keine Munition. Hier, ja. Hier. Sagst du jetzt zu unserem Leutnant? In Ordnung, der Junge. Kicken kann er nicht, aber eine Nase hat er. Die ist goldrichtig. Der Zug! Jetzt kriegen wir ihn! Mehr Schwung, Junge! Die Kohlen müssen bis hinten hin! So! Ich brauche Dampf! Wenn die Strecke irgendwo unterbrochen wird. Down! Da kommen Sie! Kein Schuss fällt! Weiter zur nächsten Brücke! Da ist er wieder! Also ein Loch im Kopf. Mensch, warum gehst du Kaffee auch nicht in Deckung? MG, da Einstellung. Jawohl, Oberleutnant. Herr Oberleutnant, ja? Der Zug hat 100 Meter Bremsweg. Wir schießen den ganzen Transport zusammen. Die dürfen nicht durch. Kommen Sie. Charlie! Bremsen, Charlie! Das schaffe ich nicht mehr. Verdammt nochmal! Wir müssen bremsen! Feuer frei! Auf Kessel schießen! Himmel, Arsch! Der haut ja durch! Er kommt nicht weit, ich hab den Kessel erwischt. Weiter! Die rollen höchstens noch ein paar hundert Meter. Alles antreten! Wir verlieren Wasser. Und nun? Muss auslaufen lassen. Kein Druck mehr. Los, Mensch, gib Gas! Da drüben! Die ganze Spitze der Amerikaner, Herr Oberleutnant. Scheißegal! Sind höchstens noch 300 Meter. Wenn wir um die Biegung rum sind, müssen wir sie sehen.
gut gemacht, alter Junge. Ja, die Amerikaner! Noch ein paar Minuten, wir sind drüben! Werf die Karabiner weg! Raus, 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 raus! Die Soldbücher vergessen. Aber die brauchen wir doch jetzt nicht mehr. Ihr müsst euch doch als Strafgefangene ausweisen. Gehen Sie los, Mensch. Ich helfe Ihnen. Sie sollen abhauen. Das ist ein Befehl. Des 18. März 1945 erreichten 26 Mann und eine Frau im Raume von Malberg die amerikanischen Linien. Für sie war in dieser Stunde der Krieg zu Ende.